Es ist der politische Zankapfel des Jahres, das Gebäudeenergiegesetz oder kurz das Heizungsgesetz. Und es war ja schon in erster Lesung im Bundestag in der vergangenen Woche. Und jetzt gab es nochmal wieder eine Veränderung. Das ist ja bekannt, das alte Gesetz, kein Gesetz geht raus aus dem Bundestag, wie es reingekommen ist. Und da hat sich das GEG auch dran gehalten. Es wurden von der Koalition noch einige Änderungen eingepflegt. Und FDP, SPD und Grüne sind sich jetzt einig, dass es so ein gutes Gesetz ist. Und das Ganze soll jetzt in den Bundestag gehen. Was geändert wurde, wie es jetzt genau aussieht und was das aber auch für Auswirkungen hat, die Heizungswahl der nächsten Jahre, das wollen wir in diesem Video mal beleuchten. Wenn euch das interessiert, lasst gerne ein Abo da und bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Vieles ist so geblieben, einiges ist dazugekommen. Dinge wurden auch wieder rausgenommen aus dem Gebäudeenergiegesetz. Das Gesetz, das in den nächsten Jahren festlegen soll, wie Deutschland zum klimaneutralen Heizen kommt, also den Wärmesektor auch klimaneutral gestaltet bis 2045, wie es ja das Ziel der Bundesregierung und auch das gesetzlich verankerte Ziel ist für Deutschland. Und wichtig ist dabei ja die Grundlage quasi, dass neue Heizungen mit 65% regenerativem Anteil laufen sollen. Und das sollte ursprünglich ab 01.01.24 der Fall sein. Das ist jetzt ein wenig aufgeweicht worden. Der 01.01.24 ist nur noch für Neubauten festgelegt. Neubauten müssen also, die ab 01.01.24 errichtet werden, müssen also mit einem Heizungssystem ausgestattet sein, das 65% regenerative Energie verwendet. Zum einen ist das die Wärmepumpe, die ja drei Teile Umweltenergie nutzt und ein Teil Strom, um daraus Wärme zu machen. Die drei Teile Umweltenergie sind per se regenerativ und der eine Teil Strom ist zur Hälfte schon regenerativ im deutschen Strommix. Zum anderen kommt dafür in Frage Hybridheizung, also eine Mischung aus Gas oder Öl und Wärmepumpe. Andererseits kommt auch zum Einsatz noch die Solarthermie, genauso wie die Geothermie als Unterstützung, um diesen Wert zu erreichen. Und was jetzt auch wieder drin ist, sind Umwelt- oder Biomasseheizungen, Pellets oder Hackschnitzel oder Holzheizungen. Die sind auch in Neubauten wieder erlaubt. Es war ja ursprünglich mal angedacht, dass diese nicht mehr in Neubauten verbaut werden sollen, weil Holz steht halt auch nicht endlos zur Verfügung. Und dann hat man gesagt, Neubauten können mit Wärmepumpe problemlos betrieben werden und wir sparen uns quasi diese Biomasseheizung auf für Bestandsgebäude, wo eine Wärmepumpe schwierig ist. Das hat man jetzt wieder verändert, jetzt also auch wieder Neubauten mit Biomasseheizungen erlaubt. Und die, wie gesagt, ab 01.01.24 verpflichtend. Im Bestand sieht die Sache anders aus. Da ist es jetzt so, dass das Ganze an die Wärmeplanung der Kommunen gekoppelt ist. Kommunen bis 100.000 Einwohner müssen bis 2026 einen Wärmeversorgungsplan vorlegen. Kommunen bis 10.000 Einwohner müssen das bis 2028 vorlegen. Und so lange ist noch Zeit, so lange kann man jetzt noch Gas- und Ölbrennwertthermen verbauen. Aber unter der Voraussetzung, dass eine Beratung stattfindet. Die Beratung ist dahingehend, dass die Problematik ist, dass Gas und Öl teurer werden bis 2027, nämlich gekoppelt an den CO2-Preis in Deutschland. Der steigt von Jahr zu Jahr und ab 2027 wird das Ganze über den EU-Emissionshandel übernommen, weil ab dann werden auch Gebäude und Verkehr in diesen Emissionshandel mit aufgenommen von der EU. Und Experten sagen, ab 2030 kann es dann drastisch teurer werden. 2027 ist schon relativ klar, dass wir ungefähr bei 1 Cent für die Kilowattstunde Gas liegen werden, was teurer wird, was also on top kommt. Und ab 30 kann die Spirale dann deutlich höher werden, dass dann die Steigerungen deutlicher werden. Das ist aber nur, wie gesagt, diese Umweltauflage für Gas und Öl. Gas und Öl, wie sich der Preis allgemein entwickelt, das kann man so natürlich noch nicht vorhersagen. Das ist aber sicher, dass das auf jeden Fall on top kommt. Deshalb, wer sich jetzt eine Gas- oder Öltherme noch einbaut, der sollte immer bedenken, es kann in den Jahren danach deutlich teurer werden. Insbesondere ab 2030 können die Preise dann drastisch steigen. Ähnliche Preissprünge erwartet man fast schon, wie wir es jetzt hatten, vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Also quasi um 100%. Das ist also nicht ausgeschlossen. Das bitte immer im Hinterkopf behalten. Genauso wie die Vorgabe des Bio-Anteils dieser Stoffe. Ab 2029 müssen 15% Biogas oder synthetisches Öl beigemischt sein. Ab 2035 müssen es 30% sein und ab 2040 müssen das 60% sein.
Und aus Erfahrung, wir hatten selber mal Biogas bezogen, kann ich sagen, dass das nicht gerade günstig ist. Also auch hier lauert noch eine später kommende Verteuerung des Betriebsmittels quasi, der Energie, die mit der Gastherme dann aufgewendet werden muss. Das sind also die Faktoren, die muss man bei der Sache im Auge behalten. Dann wurde auch an der Förderkulisse gedreht. Und zwar zunächst einmal, wo kommt die Förderung her? Die Millionen, die dafür aufgewendet werden müssen, das soll nicht aus dem normalen Bundeshaushalt kommen, das soll aus dem Topf Klima- und Transformationsfonds entnommen werden. Das heißt also quasi, jeder, der jetzt noch fossile Energieträger verbrennt, der zahlt quasi in diesen Topf ein über die CO2-Bepreisung, über den Emissionshandel. Und jeder, der jetzt schon sich komplett dafür entscheidet, auf regenerative Energien umzusteigen, der wird halt aus diesem Topf gefördert. So wird also die Umverlagerung von fossil zu regenerativ finanziell auch geregelt. Und die Förderung selber wurde auch angepasst. Es gibt jetzt eine Grundförderung. 30% gibt es für jeden. Und dann gibt es noch stufenweise Aufstockungen dazu. Und zwar gibt es einen sogenannten Geschwindigkeitsbonus. Wer bis 2028 auf eine 65% regenerativ betriebene Heizung umstellt, der kriegt nochmal 20% Förderung on top. Ab 2028 sinken diese 20% jährlich um 3%. Und für einkommensschwächere Haushalte mit einer Grenze von 40.000 Euro Bruttojahreseinkommen gibt es dann noch eine zusätzliche Förderung von 30%. Allerdings ist das Maximum auf 70% beschränkt. Das heißt, die 30% Grundförderung plus die 20% Geschwindigkeitsbonus plus die 30% für einkommensschwächere Haushalte, das wären dann 80% zusammen. Das geht aber nicht. Es ist also auf 70% gedeckelt. Und dann stellt sich ja noch die Frage, bekommt denn jeder einen Kredit, der eine neue Heizung braucht? Ja, das soll auch geregelt werden. Auch ältere Menschen, die normalerweise bei ihrer Hausbank keinen Kredit mehr bekommen würden, die sollen auf jeden Fall die Förderung bekommen und auch garantiert einen Kredit, der zinsgünstig ist, dazu. Wie das genau geregelt wird, ob das über KfW, über BAföG geht, das ist noch nicht geregelt. Aber das sind die Pläne, die hierbei verfolgt werden, um das Ganze auch sozial verträglich zu machen. Zusätzlich soll es noch eine Befreiung bei Unmöglichkeit geben, wenn also definitiv nachgewiesen werden kann, dass eine solche Heizungsart nicht verbaut werden kann, dann soll es hierbei eine Härtefallregelung geben und dann soll auch eine konventionelle Heizung hier weiter möglich sein, aber halt auch immer mit den Prämissen, dass das Ganze teurer wird, das bitte dabei immer zu bedenken. Ja, und bei den Mietern ist es so, dass hier eine Deckelung stattfinden soll. Es sollen Mieten wegen Heizungstausch maximal um 50 Cent pro Quadratmeter erhöht werden dürfen. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Gesetz? Es soll also am Montag bis Mittwoch in die entsprechenden Ausschüsse gehen und dann am Donnerstag und Freitag noch in die zweite und dritte Lesung und gegebenenfalls sogar noch in den Bundesrat gehen, um dann wirklich das Gesetz noch vor der Sommerpause durchzubekommen, wie es ja geplant war. Ja, viele Neuerungen in diesem Gesetz, die vorher so nicht geplant waren. Es ist so ein bisschen aufgeweicht worden. Es ist jetzt so die Möglichkeit, dass man noch über mehrere Jahre fossile Heizungen verbauen kann, aber immer mit der Vorsicht, das Ganze wird teurer, das muss man dabei bedenken. Spätestens ab 2027 und dann ab 2030, wenn diese Staffelungen kommen über den EU-Emissionshandel, dann werden fossile Energieträger definitiv teurer. Das immer nur on top. Wie sie sich so entwickeln, das kann man eh noch nicht vorhersagen. Zum Thema H2 Ready, also die Gastherme mit Wasserstoff zu betreiben, da muss man auch immer vorsichtig sein. Zum einen ist die Frage, wie teuer wird der Wasserstoff mal? Es ist ja auch so, Wasserstoff in der Gastherme zu verbrennen, verbraucht fast 7-mal so viel Energie, wie den Strom direkt in der Wärmepumpe umzuwandeln in Wärme. Und dann ist auch die Frage, egal wie die Wärmeplanung der Kommune aussieht, wenn sie sagt, wir machen Wasserstoff, dann stelle ich mir vor, ich habe eine Straße mit 10 Häusern, 9 davon haben schon auf die Wärmepumpe gesetzt und jetzt kommt der 10. und sagt, ich will aber Wasserstoff haben, dann muss ja das Gasnetz quasi ertüchtigt werden für Wasserstoff. Man kann ja nicht einfach so das Gasnetz jetzt nehmen, wie es jetzt ist, sondern da muss schon noch ein bisschen was getan werden, weil Wasserstoff ja wesentlich flüchtiger ist. Und dann wird für den einen, wird dann das ganze Gasnetz umgebaut bis in die Straße, womöglich am Ende der Straße. Also ich wäre da ziemlich skeptisch, was das angeht. Technologieoffenheit, schön und gut, aber für den Fall wäre ich mir nicht so sicher, ob das so der richtige Weg ist. Und wer sich jetzt für eine Wärmepumpe entscheidet, der kann halt jetzt schon wirklich dicke Förderungen mitnehmen. Das soll halt so reinkommen in das Gesetz,
wie es wirklich beschlossen wird und wann es beschlossen wird, müssen wir noch sehen. Es gibt also auch Eilanträge gegen dieses Gesetz, dass es erstmal noch länger in die Beratung gehen kann. Wir werden auf jeden Fall auf dem Kanal hier berichten, wie das weitergeht und euch auf dem Laufenden halten. Heute nur mal den kurzen Überblick, wie sieht es denn jetzt aus, was sind die aktuellen Planungen dazu, die ja doch sehr weit angepasst wurden. Die FDP zufrieden, weil Technologieoffenheit, auch wieder durch die Holz- und Pelletsheizung. Und SPD und Grüne haben sich auch positiv dazu geäußert. Jetzt muss man halt sehen, wie die Opposition das Ganze sieht, wie es dann durch den Bundestag geht. Und dann muss es halt auch noch einmal durch den Bundesrat. Ja, wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Hier kriegt ihr es immer relativ tagesaktuell mit. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da. Abonniert den Kanal, das hatten wir schon. Instagram, schaut auch mal rein, da sind wir auch vertreten. In diesem Sinne sage ich danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.